Dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt 6.8, neue Wohnbauflächen in der Neustadt entwickeln. Einreicher ist hier Bündnis 90 Die Grünen. Die können zunächst uns den Antrag einbringen. Danach gibt es einen interfraktionellen Ersetzungsantrag. Und dann steigen wir in die Fraktionsrunde ein, beginnend mit den Freien Wählern. Frau Siebenmeier, bitte schön. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen im Stadtrat, nun zu einem anderen Thema, nämlich dem Wohnraum im Zentrum der Neustadt. Wir wollen mit diesem grünen Antrag möglich machen, dass zusätzliche Bebauung im Stadtteil möglich ist. Die Neustadt als Gründerzeitviertel ist dicht bebaut. Freie Flächen wie Brachflächen und Hinterhöfe wurden in den letzten Jahren größtenteils zugebaut, Lücken geschlossen, aber der Bedarf an Wohnraum und vor allem an bezahlbarem Wohnraum ist weiterhin groß. Denn die Neustadt als Wohnviertel ist beliebt und wächst. Uns geht es mit diesem Antrag um zwei größere unbebaute Flächen entlang der Königsbrücker Straße. Vom Albertplatz stadtauswärts rechts liegt das sogenannte Dentalkosmetikgelände. Viele nennen es auch Putzi-Gelände. Ein Betriebsgelände, auf dem die Putzi-Zahnpasta hergestellt wird. Doch diese Gewerbefläche wird nicht vollumfänglich genutzt und gebraucht und wir sehen hier Potenzial. Der zweite Ort, ein Stück weiter, die Königsbrücke hinaus, vor der Luisenstraße links bei der Alten Post, da dahinter liegt eine weitere große Fläche, die zur Verfügung steht. Wir wollen mit diesem Antrag den Weg frei machen für eine Wohnbebauung von, so schätzen wir das Potenzial, insgesamt bis zu 200 Wohnungen. Der Ursprungsantrag ist vor über 2 Jahren von unserer Fraktion eingereicht worden und seitdem gab es durchaus viele Diskussionen im Stadtbezirk zwischen den Fraktionen und heute auch eine, ich hoffe doch, Mehrheit für den Ersetzungsantrag, der dann gleich eingebracht wird. Der Kern unseres Antrags bleibt jedoch erhalten. Wir wollen nun mit einigen wichtigen Punkten ergänzen. Denn es geht nicht nur einfach darum zu bauen, sondern die Möglichkeiten zu nutzen, die wir als Stadt haben. Das neue kooperative Baulandmodell kann einen Anteil von 30% günstigen bezahlbaren Wohnraum festschreiben. Dieses Instrument wollen wir genau an diesen zwei Standorten nutzen. Und es soll einen Mix an Wohnungen geben, sowohl vom Preis, aber auch mit Blick auf die verschiedenen Bedürfnisse, zum Beispiel barrierearme Wohnungen. Uns ist es außerdem wichtig, auch begrünte Wege durch die neuen Wohngebiete zu schaffen. Als attraktive Querung durch das Viertel, abseits der ringsherum vielbefahrenen Straßen. Die Flächen direkt am Industriekomplex, dem Putzi-Gelände, bieten außerdem die Chance für neue kreative, soziokulturelle Orte, denn Freiräume und auch Kreativräume werden immer knapper in Dresden und auch im Stadtteil. In unmittelbarer Nähe zu den Betriebshallen lässt sich zum Beispiel eine solche Nutzung gut machen, denn dort stört es nicht so sehr, wenn es vielleicht auch mal etwas lauter wird. Die teilweise denkmalgeschützten Stadtvillen an der Königsbrücker Straße, die durch die Proteste auch immer wieder Aufmerksamkeit bekommen haben, dürfen nicht weiter verfallen und müssen endlich saniert werden. Der Industriebetrieb in der Putzi-Fabrik und auch die Arbeitsplätze sollen natürlich erhalten werden. Uns geht es um die aktuell kaum genutzte Fläche. Denn hier wird derzeit eben großes Potenzial für die Entwicklung der äußeren Neustadt verschenkt. Wir Grünen hoffen auf eine breite Unterstützung zum Ersetzungsantrag. Und ich denke, die Debatte, auch wenn sie lange gedauert hat, zeigt, dass es doch gelingen kann, Konflikte an solchen Stellen zu lösen, verschiedene Interessen miteinander zu betrachten im Stadtteil und dann auch zu einem mehrheitsfähigen Antrag zu kommen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Siebenmeier, für die Einbringung. Wir treten dann in die Fraktionsrunde ein.
Es beginnt die Fraktion Freie Wähler. Bitte? Einen weiteren Ersatzantrag, okay. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, Kolleginnen und Kollegen Stadträte, liebe Gäste. Frau Siebenmeier hat gerade den Ursprungsantrag eingebracht, der mittlerweile, sie hat es schon selbst gesagt, 2 Jahre alt ist. Das Ausschussvotum zu diesem Antrag ist mittlerweile mehr als 1 Jahr alt. Wir können sagen, was lange währt, wird endlich gut, weil dem Ursprungsantrag hätten wir in der Fassung, wie er geschrieben war, niemals zugestimmt. Denn er hatte zum Beispiel als Bestandteil drin, dass die Firma Dental Cosmetic vom Standort verschwinden sollte. Denn die Planungen sollten ursprünglich vorsehen, dass Dental Cosmetic verlagert werden soll. Es war eine Möglichkeit, aber es war also eigentlich der eigentliche Wunsch, dass an diesem Standort nur noch Wohnbebauung hinkommt. Im letzten Jahr hat sich einiges getan. Wir haben vor einer ganzen Weile die Eigentümer von Argenta in den Ausschuss eingeladen. Das hat lange gedauert. Ich glaube, es war jetzt im März, als der Geschäftsführer im Ausschuss war und seine Vorstellungen präsentiert hat, was er mit diesem Grundstück machen möchte. Und im Anschluss an diese Vorstellung gab es dann nochmal Gespräche zwischen dem Urheber des Antrags, damals hat das der Kollege Lichti noch in der Grünen Fraktion gemacht, und mir mit dem Eigentümer. Und jetzt gibt es einen interfraktionellen Änderungsantrag, den wir als CDU auch mittragen und den ich jetzt an dieser Stelle einbringen möchte. Wesentliche Änderungen des Ersetzungsantrages gegenüber dem Ursprungsantrag sind 3 Punkte. Zum einen, das bestehende Gewerbe von Dentalkosmetik wird am Standort festgeschrieben. Wir wollen als Planungsziel also festschreiben in dem Bebauungsplan, der aufgestellt werden soll, dass Dentalkosmetik am Standort erhalten wird. Zweitens, die Planungen sollen immer in enger Abstimmung mit den Eigentümern erfolgen. Das heißt also, es werden keine Planungen von der Stadt gemacht, die den Eigentümerinteressen entgegentreten. Wir haben im Ausschuss von Argenta bereits eine Vorstellung bekommen. Das war eine erste Bebauungsstudie, die durchaus überzeugend war, sicherlich an einigen Punkten noch zu überarbeiten ist. Aber da gibt es auf jeden Fall gemeinsame Interessen. Und ein Punkt, der mir und uns als CDU-Fraktion ganz wichtig war, das Ausschussvotum enthält gegenüber dem Ursprungsantrag noch einen 3. Punkt, nämlich eine Fläche an der Theresienstraße, die derzeit als Parkplatz genutzt wird, ein privater Parkplatz. Und dieser Parkplatz, diese Fläche wird kein Beschlussgegenstand mehr in dem heutigen oder ist kein Gegenstand mehr in diesem Ersetzungsantrag. Denn da handelt es sich nicht, wie bei den beiden Flächen an der Königsbrücke, um ungenutzte Flächen. An der Königsbrücke haben wir einmal eine ungenutzte und einmal eine Fläche, die durchaus Optimierungspotenzial hat, sondern bei dem Parkplatz handelt es sich um eine gewerblich genutzte Fläche, die vom Eigentümer derzeit nicht anders genutzt werden soll. Ich habe das mit ihm besprochen und insofern fällt diese Fläche aus diesem Beschluss jetzt auch raus. Das sind 3 wesentliche Punkte, die für uns wichtig waren, die wir durchgesetzt haben jetzt im interfraktionellen Änderungsantrag, und deswegen werden wir als CDU zustimmen. Wir sind ja auch mit Einreicher dieses Antrags und ich bitte auch die anderen Fraktionen um Zustimmung, damit am Ende die Ziele, die Frau Siebenmeier schon gesprochen hat, also das Thema neue Wohnbebauung in der Neustadt, die ja durchaus gebraucht wird, auch umgesetzt werden kann und damit langsam die Planungsarbeiten in der Verwaltung beginnen können. Und wie gesagt, ich bitte um Zustimmung und danke. Vielen Dank für die Einbringung jetzt des Ersetzungsantrages. Also dann in die Fraktionsrunde. Herr Nitsche, bitte. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, die Flächen, von denen in diesem Antrag die Rede ist, haben durchaus Optimierungspotenzial. Das möchte ich gar nicht bestreiten. Zum Antrag. Also grundsätzlich finde ich es eine äußerst interessante Konstellation der Zusammenarbeit, dass die Dissidenten jetzt schon sich ein Stück auf die CDU bewegt haben. Oder andersherum, das hat sich mir jetzt noch nicht ganz offenbart, aber das wird sich wahrscheinlich in Zukunft etwas deutlicher zeigen. Die Linke ist jetzt ganz nach links gedrängt. Ich glaube, da gibt es bei der Linken auch
eine gewisse Freude darüber, dass er nicht von den Dissidenten in irgendeiner Art und Weise eingeengt wird, auch bei dem Antrag nicht, denn der ursprüngliche Antrag, den es einmal interfraktionell diesbezüglich gegeben hat, da haben ja auch die Dissidenten jetzt scheinbar den Platz der Linken eingenommen, gemeinsam mit der CDU. Ja, inhaltlich noch etwas. Der Bau direkt neben dem Gewerbe erscheint uns doch problematisch, aber das kann die Zukunft beschreiben. Zum Gemeinwohl, welches in dem ursprünglichen interfraktionellen Antrag eine sehr herausragende Stellung hatte, vom 15.06.2020, dieses Gemeinwohl, das hat es jetzt nicht mehr an die alte Position geschafft, also in Richtung Gemeinwohl ist es doch schon ein Rückschritt. Und wir müssen uns, und das gilt jetzt insbesondere an die Grünen, doch wirklich überlegen, ob wir weiterhin innerstädtisch bauen wollen, in den Größenordnungen, wie man es sich jetzt vorgenommen hat. Meine Damen und Herren, Themenstadtplan Dresden, der eine oder andere kennt es. Das, was hier rot drauf ist, sind die überhitzten Flächen. Und genau mitten in diese überhitzte Fläche wollen Sie jetzt innerstädtisch noch weitere Wohnbebauung bringen, auch mit etwas Grün, aber wahrscheinlich mit weniger Grün, als es das Stadtgebiet dort erfordert. Und ich hätte es doch sinnvoller gefunden, wenn die Grünen, Herr Löser, wenn die Grünen einen Antrag gestellt hätten, der dort wesentlich mehr Grün fordert. So, der Antrag ist in der Form, wie er vorliegt, ein Ansatz in Richtung eierlegende Wollmilchsau, der uns nicht umsetzbar erscheint und aus dem Grund würde auch von uns keine Zustimmung bekommen. Vielen Dank. Vielen Dank. CDU-Fraktion nochmal. Bündnis 90 Grüne. AfD-Fraktion. Fraktion Die Linke. Herr Wirtz, bitte. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, wenn schon der Antrag dazu zwei Jahre lang zwischen den Fraktionen hin und her geschoben, hin und her gewürfelt, verändert, besprochen, verworfen und neu gestellt wird, dann fragt man sich denn, wann hier ein Bebauungsplan aufgestellt wird und wann am Ende hier mal eine Satzung entsteht. Denn dieser Antrag hat, ich mache das alleine beim Putzi-Gelände, ich beschäftige mich gar nicht groß mit dem Postgelände, aber beim Postgelände sind es alleine 5 oder 6 Wünsche und wir wissen schon, 3 Wünsche im Prinzip sind ein Überraschungsei und das ist dann ein doppeltes Überraschungsei. Wir reden hier über eine Fläche von 5000 Quadratmetern ungefähr und da sollen 200 Wohnungen drauf. Die Wohnungen sollen frei vermietbar und auch kooperatives Baulandmodell und möglichst noch WED sein. Dann soll noch Kreativwirtschaft dazu. Dann soll im Prinzip noch Urban Gardening und freies Gärtnern und möglichst auch Hausgärten dazu. Und dann noch eine durchgrünte Durchwegung und im Prinzip ein Park. Sie sehen mich fassungslos. Ich bin im Prinzip als auch Bauvorlage berechtigter Ingenieur gewöhnt, dass Bauherren unter Umständen gemessen an ihren Grundstücken sehr großzügige Wünsche haben. Insofern kann ich jetzt schon prophezeien, dass das so nicht stattfinden wird. Das ist illusorisch. Es ist eben so, wenn viele Akteure an einem Tisch sitzen und alle sich verwirklichen wollen, dann kommt so etwas dabei raus. Also mit diesem Antrag werden ganz klar Illusionen gemacht, die sich so nicht realisieren werden. Es ist halt ein politischer Antrag. Wenn man mit Augenmaß an die Situation herangegangen wäre, wäre das besser gewesen. Was sind die Gefahren dieses Antrages? Die Gefahren des Antrages sind genau die, dass dieser Antrag im Prinzip so einen linken Anstoß kriegt und dann im Prinzip nach rechts runter in die Kommerzialisierung runterrutscht. Nämlich, dass am Ende Dentalkosmetik doch stirbt, weil Argenta, die nämlich gleichzeitig auch sozusagen Dental und Putzi betreibt, merkt, dass mit einer Verwertung der Gewerbegrundstücke dort im Wohnungsbau oder auch im Bürobau mehr Geld zu verdienen ist als mit dem Betrieb einer Zahnpastafabrik. Und Argenta ist eigentlich ein Immobilienunternehmen,
und eigentlich gehört es nicht zum Kerngeschäft von denen, Zahnpasta herzustellen. Insofern ist das durchaus ein Risiko und für uns ist es eine Bedingung gewesen, diesem Antrag zuzustimmen, dass eben Dental am jetzigen Standort erhalten wird. Mit einem B-Plan können Sie das aber nicht garantieren, weil die Bedrohung von Argenta aufgrund im Prinzip auch der Möglichkeit einer baulichen Entwicklung besteht natürlich darin, dass im Prinzip Argenta Dental zumacht. Ja, und das können Sie hier im Prinzip mit diesem Formelkompromiss oder mit dieser Willenserklärung hier überhaupt nicht verhindern. Warum stimmt die Linke diesem nicht ungefährlichen Antrag trotzdem zu? Weil im Prinzip zunächst mal harmlos ist oder sogar nützlich ist, dass über diese beiden Gebiete Bebauungspläne gelegt werden, dass dort Planungen angeschoben werden, dass notfalls auch, wenn dort etwas in die falsche Richtung geht, plansichernde Instrumente gezogen werden können. Und dass wir dies im Prinzip steuern können. Es kann dann nicht passieren, dass nach § 34 eine ungeordnete Entwicklung einsetzt oder dass dort im Prinzip Dinge gemacht werden, die nicht zusammenpassen. Das ist natürlich jetzt auch so, wer sagt, dass dort eine kulturelle Nutzung mit Wohnen kombiniert werden muss, der sei nur erinnert, Mitte der 90er Jahre, dass Orpheum, der alte Ballsaal hinter der Kamenzer Straße, ist im Prinzip als Büro entwickelt worden, beantragt worden, der Bauherr und die Betreiber wollten es dann im Prinzip kulturell nutzen, was aus Lärmschutzgründen einfach nicht zulässig war. Dafür war dieses Gebäude einfach nicht ertüchtigt. Gleiches ist natürlich hier die Frage, ich kann im Prinzip eine kulturelle Nutzung nur sehr beschränkt mit einer Wohnnutzung übereinander bringen, einfach aus Lärmschutzgründen. Und das hat dann hier auch keinen Bestandsschutz, weil es wird ja im Prinzip neu geplant und muss dann sozusagen auch mit den entsprechenden Abständen, mit dem entsprechenden Lärmschutz durchgeführt werden. Das beißt sich auf diese Eigenfläche hinten und vorne. Und dann auch die Frage, Dental selbst, das hat das Stadtplanungsamt in den vielen Beratungen dieses Antrages gesagt, dass Dental selber dort heute gar nicht mehr so zulässig war. Es hat halt Bestandsschutz, eine gewerbliche Fabrik im Hinterhof einer Blockrandbebauung. Und natürlich wirft Dental jetzt Lärm und verhindert damit auch in der Nähe eine Wohnbebauung, die zulässig ist. Das heißt, auch das ist ein Widerspruch in sich, der hier stadtplanerisch kaum zu bewältigen ist. Also machen wir uns keine Illusionen, stimmen wir trotzdem zu, um eine Entwicklungsperspektive zu haben. Die ist an der Stelle nicht einfach und zuletzt, last but not least, ist die Fläche so klein, dass man am Ende vielleicht darauf kommt, dass eine konsequente Begrünung stadtklimatisch eigentlich das Beste für dieses Gebiet wäre. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Retz. Nächster Redner für die SPD-Fraktion, Herr Drews, bitte. Sehr geehrter erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist jetzt von Kollegin Siebeneicher und auch von Herrn Schmidt schon mehrfach ausgeführt worden, warum diese Planungen, die wir hier in den Auftrag geben, richtig und sinnvoll sind. Ich glaube, gerade die Diskussionen in der Neustadt in den letzten Jahren um die Gestaltung dieser zwei ja doch eher ungestalteten Flächen haben gezeigt, dass es da sehr viele unterschiedliche Interessenlagen gibt. Wir haben auf diesen Arealen schon über Grünflächen diskutiert, über Wohnraum, über Raum für Kultur und Kreative, aber auch über Raum für Kinder und Jugendliche. Und ich glaube, es macht wirklich Sinn, diese beiden Areale mal ein bisschen zu sortieren und dort eine Perspektive zu entwickeln. Und genau dafür haben wir Bauleitverfahren und genau dafür macht es Sinn, dort einen Bebauungsplan drüber zu legen. Und da haben die einbringenden Kolleginnen und Kollegen recht. Was für uns auch klar ist als SPD-Fraktion, natürlich kann dieser ganze Planungsprozess nur unter Beteiligung der Anlieger, der EigentümerInnen, der Bürgerinnen und Bürger, die im Umfeld leben und ja auch nur unter Beteiligung von Dentalkosmetik passieren. Das haben wir deswegen ja auch durchaus zu Recht in dem Ersetzungsantrag nochmal ganz klar verankert. Ich sage aber auch, bei so einem Unternehmen, was so einen zentralen oder so einen Sitz ganz zentral in der Stadt hat, und Eigentümer und auch Anlieger von zu entwickelnden Flächen ist, sehe ich schon auch eine klare Verantwortung dafür, dass wir hier in diesen Arealen in der Stadtentwicklung weiterkommen. Ich erwarte zum Beispiel, dass die Nutzbarmachung der Villen entlang der Königsbrücker Straße, hauptsächlich bekannt geworden durch die Besetzung, die da vor 2 Jahren stattgefunden hat, dass diese Nutzbarmachung und Entwicklung nicht vom Unternehmen blockiert wird, obwohl diese Villen natürlich in dem Eigentum sind und natürlich mit auf dem Areal drauf sind.
Ich sehe durchaus, und da sage ich nicht nur als Gewerkschafter, dort auch den Punkt zu sagen, so ein Unternehmen hat in Dresden nicht nur den Sinn, Arbeitsplätze zu schaffen, sondern wir müssen auch zusehen, dass wir gute Arbeitsplätze schaffen. Und auch wenn es vielleicht nicht zur Bauleitplanung gehört, spielt natürlich schon auch für die ganze Diskussion die Rolle, dass die Kompromissbereitschaft gegenüber so einem Unternehmen natürlich steigt, wenn es nicht sich weiter gegen Tarifverhandlungen im eigenen Haus ausspricht und mit den Mitarbeiterinnen oder die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort bisher leider erfolglos um eine bessere Bezahlung kämpfen müssen. Am Ende liegt die Planungshoheit bei der Stadt und genau diese Planungshoheit müssen wir auch in diesen Arealen ausüben. Und da ist es klar, das Handlungsleitende in der Bauleitplanung sind die Interessen der Stadt und nicht die Interessen von privaten Eigentümern oder privatwirtschaftenden Unternehmen, sondern wir müssen uns hier die Frage stellen, was ist das Richtige, was ist das Sinnvolle in der Entwicklung dieser Areale für die Stadt. Und da ist so ein Planungsverfahren sinnvoll, ich habe es eingangs gesagt und ich möchte mich auch an dieser Stelle nochmal bedanken für die interfraktionelle Verständigung, die Ausdruck in dem Ersetzungsantrag gefunden hat. Ich glaube, wir haben ihn dadurch tatsächlich nochmal deutlich qualifiziert und wir schreiben mit dem Schluss heute sinnvolle Planungsziele fest, die eine gute Entwicklung für die Neustadt in diesen teilweise bisher ungenutzten Arealen ermöglichen. Insofern möchte auch ich an dieser Stelle um Zustimmung werben. Vielen Dank, Herr Dries. FDP-Fraktion? Kein Bedarf. Dann Fraktion Dissidenten, Herr Lichy. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, wie der Kollege Schmählich in einem Antrag vor einiger Zeit schon gesagt hat, der Erfolg hat dann immer viele Väter, aber ich sage gerne, ich stelle mich daneben und ich freue mich heute ausdrücklich, dass wir heute interfraktionell wahrscheinlich, mit hoher Wahrscheinlichkeit diesen guten Antrag werden beschließen können. Aber noch mal ein Wort zu den Vätern und Müttern. Ganz bestimmt gehören dazu die Tiere, die die Putzzivillen besetzt haben und die damit riskiert haben, dass sie strafrechtlich verfolgt werden. Zum Glück ist es dann relativ glimpflich ausgegangen, aber das wollen wir an dieser Stelle des Erfolgs auch nicht vergessen. Dann, zweitens und auch bewusst dagegen gesetzt, ein Vater des Erfolgs ist auch die Agenta-Gruppe, insbesondere Herr Lukasch. Herr Schmidt hat es angesprochen. Wir haben ein Jahr dringend darum gebeten, dass Agenta endlich mal einen Vertreter schickt, um seine eigenen Entwicklungsideen vorzutragen im Bauausschuss. Und als dann Herr Lukasch, ich glaube wirklich war es im März oder im Februar, gekommen ist, da ist mir, sage ich mal, angesichts der Vorgeschichte dann wirklich die Spucke weggeblieben, weil das, was er vorgetragen hat, war also außerordentlich positiv und außerordentlich ermutigend. Und deswegen, finde ich, sollte man hier an dieser Stelle der Agenta-Gruppe, insbesondere Herrn Lukasch, auch nochmal ausdrücklich Dank sagen. Denn er hat aus meiner Sicht den Knoten gelöst, indem er gesagt hat, okay, wir wollen als Agenta an dem Standort festhalten, an dem Produktionsstandort von Putzi. Wir wollen aber auch eigentlich unsere Produktionsgebäude etwas konzentrieren im nördlichen Bereich und machen damit den Weg frei für eine Entwicklung im südlichen Bereich. Und genau das war, sage ich mal, der springende Punkt, wo man eigentlich diese gegenläufigen Interessen, ich sage ausdrücklich diese scheinbar gegenläufigen Interessen, konstruktiv aufgelöst hat. Und dafür gebührt der Agenda-Gruppe ausdrücklich Dank. Was haben wir nun vereinbart? Ich habe so in manchen Redebeiträgen auch so ein bisschen gespürt, dass dort der Stand der Debatte, die dann Mario Schmidt und ich mit Herrn Lukasch auch weitergeführt haben, außerhalb des Bauausschusses, bei vielen noch nicht so richtig angekommen ist. Klar, sie haben sie eben nicht geführt. Und da bin ich einfach, das sage ich hier ganz offen, eigentlich sehr optimistisch, weil er hat eigentlich, sage ich mal, seine Druckpunkte, wie es in einem guten Gespräch ist, sehr klar zum Ausdruck gebracht, also was die Agenda-Gruppe braucht. Er war aber auch bereit, sage ich mal, unsere Punkte, die Punkte der CDU, aber auch damals meine Punkte noch als Grüner, dort ernsthaft zu bewegen. Und wir haben dann, sage ich mal, dort eine gute Linie gefunden und das ist dann in diesen interfraktionellen Antrag auch eingeflossen. Nun hat Herr Nitsche ein paar Sachen gesagt, das sage ich jetzt mal ganz arrogant als Neustädter, er kennt sich dort irgendwie nicht aus.
Also wenn er beklagt, dass dort dann irgendwie durch die Wohnbebauung dann irgendwie Versiegelung stattfinden würde, dann weiß ich nicht, ob er schon mal auf dem Gelände war. Das ist jetzt ein total versiegelter Parkplatz, auf dem genau gar nichts stattfindet. Auch keine Produktion, noch nicht mal parken. Das ist einfach versiegelt. So, und dort bauen wir Wohnungen hin. Jetzt ist dieser falsche Zungenschlag gekommen. Ich glaube, es war Frau Siebeneicher, die von 200 Wohnungen gesprochen hat. Und das hat natürlich Herr Wirz, unser Bauexperte, natürlich gleich zum Anlass genommen und gesagt, das ist totaler Quatsch, was ihr hier wieder wollt. Entschuldigung, im Antrag steht nichts von 200 Wohnungen, da steht was von mehrgeschossigem Mietwohnungsbau. Und uns ist natürlich klar, dass man das planen muss, dass man es auch nicht zu dicht planen darf. Und ich sage auch ganz offen, Mario Schmidt hat es angesprochen, die Vorstellung der Agenda, ich sage mal Ideenskizze, mehr war es nicht, war zu dicht. So dicht wird es nicht werden können, aber man wird dort tatsächlich doch eine erkleckliche Anzahl von Wohnungen unterbringen, auch Wohnungen für das kommunale Baulandmodell, also auch die 30% Sozialwohnungen und was der SPD auch ausdrücklich richtig wichtig war, aber wir auch gern aufgenommen haben, dass eben das Grundstück am alten Ortsamt unten eben auch der WED zur Verfügung gestellt wird. Also in diesem Gebiet wird der Gewerbestandort erhalten bleiben. Er wird konzentriert, es wird auch für Putzi leichter werden, zu rangieren, zu produzieren. Es wird kommunalen Wohnungsbau geben, es wird Sozialwohnungsbau geben, es wird freien Mietwohnungsbau geben und es wird, wie von Mario Schmidt in seinem schönen Video, was ich heute früh angucken durfte, auch schön dargestellt, die beiden großen Platanen erhalten werden um das Ortsamt. Ja, und da haben wir genug Platz für Grün, für einen Kleinpark. Das geht. Ich meine, ich bin da auch jetzt lang genug rumgekrochen auf dem Grundstück. Also, ich denke, es besteht überhaupt kein Anlass, jetzt hier irgendwelche Probleme zu finden oder zu suchen. Ganz im Gegenteil, ich halte das gerade in der politisch aufgeheizten Neustadt mit der Vorgeschichte, hier so eine Einigung hinzukriegen zwischen den maßgeblichen politischen Kräften dieses Stadtrats, finde ich einen großen Erfolg. Ich finde es einen großen Erfolg und das sollte man auch als solchen verstehen und als solchen würdigen, dass es selbst in der Neustadt bei einem Bauprojekt, bei diesen schwierigen Bedingungen ist, dieser Stadtrat in der Lage ist, einen Kompromiss zu finden, der nach vorne führt. Das finde ich wirklich sehr positiv und deswegen bitte ich wirklich um Zustimmung, um breite Zustimmung zu diesem Antrag. Danke. Vielen Dank, Herr Lichti. Ich sehe keine, doch eine Wortmeldung noch, Herr Dr. Schulte-Wissermann. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen da draußen und insbesondere da draußen im Stream. Ich beleuchte jetzt nur noch die Dinge, die noch nicht gesagt worden sind. Wenn man eine große oder größere Fläche hat, die potenziell bebaut werden kann, Herr Wirz hat es schon richtig gesagt, dann kann, wer auch immer die besitzt, kann die dann nach § 34 zerstückeln und irgendwie bebauen oder man legt einen B-Plan drüber, einen Bebauungsplan. Wenn man einen Bebauungsplan, das erzähle ich jetzt quasi auch wirklich für die Menschen da draußen, wenn man einen Bebauungsplan machen will, dann hat der typischerweise drei entscheidende Schritte. Er wird aufgestellt, dann geht es los, dann macht die Verwaltung irgendwas, dann kommt die Offenlage, dann werden die Pläne, kann man sich angucken, da kann man schriftliche Eingaben machen und schlussendlich kommt dann der Satzungsbeschluss. Das heißt, es gibt Baurecht. Und für die beiden Flächen an der Post und bei Putzi, da gibt es halt noch keinen Aufstellungsbeschluss. Nun hätte man warten können, bis entweder die Menschen, die das Areal besitzen, sagen, ja, ich möchte hier einen Bebauungsplan haben, oder aber bis die Verwaltung von alleine sich irgendwas ausdenkt. Nein, wir haben gesagt, wir müssen das jetzt mal aktiv diesen Prozess anstoßen, wohl wissend, dass das mehrere Jahre dauern wird. Also was wir heute beschließen, hat nicht übermorgen irgendeine Auswirkung. Was wir heute aber beschließen, ist, dass die Verwaltung einen Aufstellungsbeschluss vorbereiten soll. Also heute beschließen wir, dass der erste von drei Schritten dann gegangen wird. Und wir beschließen auch, dass bevor dann der Stadtrat die Aufstellung tatsächlich macht, dass die Planungen, die bis dahin fertig sind, dass die den Bewohnenden der Neustadt vorgestellt werden, dass man mit denen diskutieren kann. Und dann können die Menschen vor Ort natürlich auch sich bei der Partei ihrer Wahl, bei den Stadträtinnen ihrer Wahl melden und sagen, das möchte ich lieber, das möchte ich lieber nicht. Und deswegen
haben wir auch relativ viel aufgeschrieben. Herr Wirtz, Sie haben ja recht, es ist ambitioniert, einen Kleinpark, Wohnen, grüne Durchwegungen, den Erhalt von Putzi, den Erhalt der Villen und kulturelle Nutzung, alles da reinzuschreiben. Aber ich persönlich denke, das Areal ist weit größer als 5000 Quadratmeter, ich denke, das kann man hinkriegen. Und ich bin sehr gespannt, was die Verwaltung aufschreibt. Und ich bin dann sehr gespannt, wie die Menschen darauf reagieren. Und dann werden wir sehen, ob denn der nächste Schritt, die Aufstellung, ob die dann realisiert wird oder nicht. Also heute passiert noch nichts. Heute fängt ein Diskussionsprozess an. Und genau das soll der Antrag bewirken. Und deswegen, der Antrag ist ja schon uralt, ne? Der Antrag ist viel älter als die Dissidentenfraktion. Deswegen habe ich als Pirat mich auch entschlossen, dann dem Antrag also mit einzureichen, dem Ersetzungsantrag. Und jetzt ist ja der Pirat ist ja Teil von anderen, die Dissidentenfraktion. Die Dissidentenfraktion unterstützt das auch. Also, meine Damen und Herren, ziehen wir es nicht in die Länge, stimmen wir es ab. Und freuen wir uns. Dankeschön. Vielen Dank. Wir können damit ins Abstimmungsverfahren eintreten. Ich rufe zunächst den interfraktionellen Ersetzungsantrag auf. Wenn wir den abgestimmt haben, der hat erfolgt, dann ist der Tagesordnungspunkt absolviert. Wenn der nicht bestätigt ist, kommen wir dann zum Bericht des federführenden Ausschusses über den Ursprungsantrag. Aber zunächst zur Abstimmung den Ersetzungsantrag interfraktioneller Art. Wer diesem die Zustimmung erteilt, bitte um das Handzeichen. Gegenstimmen? Enthaltung? Dem ist bei 45 Ja-Stimmen, 21 Nein-Stimmen ohne Enthaltung zugestimmt. Damit haben wir den Tagesordnungspunkt 6.8 erfolgreich absolviert.